Zum Drehzahlpunkt weiß Tobias Babel noch nicht, dass er gewinnen wird. Und so macht er, was er immer macht. Von Nervosität keine Spur. Kommt, wie es kommt. Also ich bin da, mich freut es wahnsinnig, wenn wir gewinnen. Wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so. Wir sind in den ersten dreien, unser Betrieb, unsere Familie. Und ja, das ist eine Riesenehre. Abgeklärt. Aber Zeit zum Grübeln hat er ohnehin nicht. Er muss mähen, füttern und besamen. Wir züchten Braun-Swiss-Kühe, sprich Braunvieh, und legen einfach sehr viel Wert auf Euterqualität und Milchqualität. Doch als Landwirt geht es dem 38-Jährigen um etwas Größeres. Er will Landwirtschaft in Kreisläufen denken. Mit seiner Familie hat er sich hier in Wald im Ostallgäu ein kleines Imperium aufgebaut. Die Milch der Kühe geht in die Käserei nebenan. Die dabei entstehende Molke bekommen die Schweine zum Fressen. Das Fleisch und den Käse verkauft die Familie im Hofladen oder kocht damit im Hotelrestaurant. Alles hängt zusammen, alles an einem Ort. Philosophie ist einfach, wir wollen die Kreisläufe klein halten. Sprich, wir können Rindfleisch, Schweinefleisch, Milchprodukte, Käseprodukte, alles vom eigenen Betrieb anbieten. Das Besondere, die Gäste dürfen nicht nur die Tiere im Stall besuchen, sie sollen auch die einzelnen Schritte in der Verwertungskette sehen. Es ist natürlich sehr schön, wenn man weiß, wo die Produkte herkommen und nicht industriell hergestellt. Hier weiß man zumindest, dass es alles ordentlich gemacht wird. Man hat uns gestern ausgiebig erzählt, wie es gemacht wird. Und das ist schon eine andere Art von Qualität, würde ich sagen. Diese Regionalität und dieses Direktvermarkten, das ist einfach genial. Und was für die Lebensmittel gilt, gilt auch für die Energie. Alles auf einem Hof. Die Wärme erzeugt der Ostallgäuer mit einer Hackschnitzelanlage. Der Strom kommt vom Dach. Und dieses Jahr kommt sogar noch ein Windrad auf die Weide. Der Kreislaufgedanke kombiniert mit Nachhaltigkeit hat die Jury überzeugt. Gestern Abend war es dann soweit. Der Winner ist Tobias Babel. Erst gewinnt er in der Kategorie Rinderhaltung, dann kürt ihn die Jury noch zum Gesamtsieger Landwirt des Jahres. Tobias Babel bekommt den Preis, weil er und seine Familie es geschafft haben, hervorragend Landwirtschaft zu betreiben und das auch seinen Gästen und seinen Besuchern eigentlich zu zeigen, wie landwirtschaftliche Praxis im Idealfall funktioniert. Wie fühlt es sich an, Landwirt des Jahres 2024 zu sein? Sau gut. Mit dem Preisgeld von 21.000 Euro will er Videos über seine Arbeit drehen, damit Gäste noch besser verstehen, wie Landwirtschaft heute aussehen kann.